Ja, über den Jünger Thomas kann man das eine sagen, was hier auch auf unserem Altarbild dargestellt ist. Das ist übrigens das älteste Stück in dieser ja gar nicht so alten Kirche. Die Kirche ist etwas über 150 Jahre alt und das Thomasbild, das ist bestimmt über 500 Jahre alt, dieses Altarbild. Das zeigt uns den Jünger Thomas, wie er seinem Herrn, dem auferstandenen Jesus, die Hand in die Wunde legen darf. Wir kennen ja den Jünger Thomas als den ungläubigen Thomas. Und dieser Jünger Thomas, der wollte ja erst glauben, dass er den Auferstandenen vor sich hat. Der wollte ja erst glauben, dass Jesus auferstanden ist, wenn er die Hand in die Wunde legen könnte. Also er wollte erst wirklich die Berührung mit Jesus selbst spüren können, wenn er dann glauben könnte. Man darf aber nicht verhehlen, dass er von Jesus dann auch getadelt wird. Also es ist nicht so, dass nun damit eine Glaubensform uns praktisch durch das Neue Testament vorgegeben würde. Jesus spricht dann ja doch davon, dass wir selig sind, nicht durch das Schauen, sondern durch das Glauben. Man kann ja die Geschichte mal nachlesen im Johannesevangelium, sehr spannend. Johannes im 20. Kapitel. Also in der evangelischen Kirche wird dann eben ja betont, dass das Wort Gottes ist das Zentrale im Gottesdienst. Und darum steht in der evangelischen Kirche, in einer, die als evangelische Kirche auch gebaut worden ist, durchaus die Kanzel über dem Altar. Das größte und bedeutendste Vorbild ist die erste nach evangelischer, lutherischer Überzeugung oder lutherischer Lehre gebaute Kirche in Torgau, die Schlosskapelle in Torgau, wo das eben genauso gebaut ist, dass die Kanzel über dem Altar steht. Gottesdienste finden statt in einer Grotte, die hier unter dem Namen Steinkirche unseren Ort auch noch ein bisschen bekannt macht. In dieser Grotte finden tatsächlich Gottesdienste statt. Da haben wohl auch früher mal im frühen Mittelalter, als diese Grotte vermutlich als Kapelle für eine nicht mehr existierende Burg gedient hat, da haben da wohl sicher auch Gottesdienste stattgefunden, sodass es durchaus auch ein sinnvoller Anschluss ist, dass wir da oben an dieser Steinkirche auch gelegentlich Gottesdienste veranstalten. Gerne wird sie genutzt als Trau- und Taufkapelle. Wir haben sehr viele Trauungen und Taufen da oben schon in den letzten 15 Jahren gehalten. Diese Orgel ist von dem Orgelbaumeister Engelhardt, der hier in der Kernstadt in Herzberg gelebt hat, auch im 19. Jahrhundert. Und es kommen also doch im Sommer zu unseren Orgelkonzerten eigentlich doch viele Besucher, auch auswärtige Besucher, die hier Urlaub machen. Es kommen aber auch richtig Orgeltouristen, die dann aus Göttingen hier anrücken, wenn hier ein Konzert ist. Und es kommen vor allen Dingen auch namhafte Organisten. Also einmal sind unsere Kantoren, wir haben im Augenblick noch im Kirchenkreis 4 A-Kantoren. Davon sind 2 im Ruhestand, aber immer noch sehr aktiv. 4 A-Kantoren, das ist was sehr, sehr Schönes. Und es kommen dadurch dann auch, dass wir diese vielen Kantoren hier haben und diese sehr, sehr guten Orgeln haben, kommen auch große, im NDR ja nun auch laufend zu hörende Organisten, wie beispielsweise Tilman Benfach und Wolfgang Zehrer. Wolfgang Zehrer hat also hier auch schon auf der Orgel gespielt.